Servus miteinander. Schön, dass ihr wieder dabei seid in meiner Red Kitchen. Ich habe ja schon beim letzten Video gesagt, im Mai mache ich nur Fischrezepte. Und da meine Tochter so wahnsinnig gerne Gnocchi isst und auch gerne geräucherten Fisch, habe ich mir halt gedacht, jetzt mache ich mal so Gnocchis mit so einer Räucherlachskräutersoße. Und was ich dazu brauche, zeige ich euch jetzt. Es steht schon geräucherter Lachs bereit, außerdem eine Zwiebel und frische Gnocchis. Ein Bund Dill darf genauso wenig fehlen wie Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Gemüsebrühe. Zum Schluss brauchen wir noch Speiseöl, Sahne und Doppelrahmfrischkäse mit Kräutern. Natürlich fangen wir mit den Vorbereitungen an. Dazu schälen wir die Zwiebel und schneiden sie in kleine Würfel. Auch der Lachs wird geschnitten, und zwar in dünne Streifen. Für den frischen Geschmack soll der Dill sorgen. Dazu zupfen wir diesen vom Bund ab und zerkleinern ihn mit einem Wiegemesser. An unserer Feuerstelle geht es weiter. In einer großen Pfanne gebe ich das Speiseöl und lasse es heiß werden. Darin spitzen wir nun die Zwiebelwürfel an. Abgelöscht wird mit Sahne. Danach geben wir den Frischkäse hinzu und lassen ihn vor sich hinschmelzen. Anschließend wird mit Gemüsebrühe aufgegossen. Das Ganze wird dann unter ständigem Rühren aufgekocht. Anschließend kommen die Gnocchis in die Pfanne. Natürlich wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Der Lachs darf jetzt auch mitmischen. Am Ende muss natürlich noch ein bisschen am Aroma gefeilt werden. Dazu geben wir den Dill und den Zitronensaft dazu. So fix steht dieses schmackhafte Gericht auf dem Tisch. Das Nachahmen wird ausdrücklich empfohlen. Das passende Rezept findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Hat euch das Rezept gefallen? Dann bewertet dieses Video doch positiv. Über einen Teil dieses Videos würde ich mich sehr freuen. Bis bald, eure Sonja.